Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu, ja, Injustice 2 und wir fahren fort mal wieder. Oh, Shazam! Du wirst dich fügen, Kara Zor-El. Bruh. Lol. Seit du mich gefunden hast, alles was du mir erzählt hast, Halbwahrheiten, Lügen, um deine eigenen Sünden zu verbergen. Du siehst die Welt mit den Augen eines Kindes. Gut und Böse sind keine Konstanten. Ihre Bedeutung wird von denen definiert, die Macht haben. Bam. Was ist das für ein Dings? Ab in Magierbild. Bam. Kleiner Heslon, komm her. Bam. Haha. Ich weiß, wie man's blockt. Oh, komm. Batman wird dich versklaven. Wohl kaum. Wer wird hier versklavt? Ja! Oh, irgendwie tut mein Daumen weh. Meine Kraft finde ich in Zurückhaltung. Kara, bitte. Hör mir zu. Mit unseren Kräften dürfen wir uns nicht zurückhalten. Oder die, die wir lieben, zahlen den Preis. Es tut mir leid, dass ich nicht hier war, dir nicht helfen konnte. Aber Metropolis war nicht deine Schuld. Ich habe es mir versprochen. Nie wieder. Das sind nicht wir. Das Haus von El wird nicht von Angst regiert. Hoffnung allein wird die Welt nicht retten. Ohne mich wären sie schon tot. Oh, toll. Ich nehme ihn ein bisschen zu hart dran, kann das sein? Alter. Okay, jetzt wird er aggro. Jetzt wird er aggro. Oh komm, Alter. Wie kriegt er mich? Alter, ja, mein Controller ging wieder mal nicht. Mein Controller funktioniert nicht mehr. Ah, ja, klar. Mein funktioniert. Alles klar. Wie fucking unfair. Als eine scheiß fucking KI ist dieser Charakter wichsig, Alter. Dieser Charakter ist so richtig behindert, wenn es eine scheiß KI spielt. Noch bitte mein Controller! Alter! Wer schon mal Controller-Probleme hatte, weiß das, wie das ist. Ich
Komm, mach sie es hoch. Ja, da hast du gar keine fucking Chance. Du hast keine Chance. Ja, klar. Komm her! Ja! Wenn dein Controller nicht funktioniert, hast du schlechte Tage. Ne. Was? Das muss besser werden, Kara. Ja, endlich, Alter. Ich kann dir helfen. Supergirl ist stärker als Superman. Denk an das, was du verloren hast, Kara. Was, wenn du Krypton hättest retten können? Daran denke ich jeden Tag. Dann komm auf meine Seite. Er extrahiert die Städte zu früh. Dann schlagen wir zurück. Ich muss gehen, um Kandak zu schützen. Geh, wir brechen nach Metropolis auf. Was ist mit dir? Wir müssen umgehend Brainiac aufhalten. Aber wenn dies vorbei ist, musst du dich entscheiden. Du kämpfst auf meiner Seite oder gegen mich. Dann wird es ja noch schwerer, Superman gegen Batman, Alter. Tote Menschen. Dr. Fate. Lässt du nicht zu, dass ich mich wehre? Wie kann es Ordnung geben, wenn Brainiac gewinnt? Die Menschheit schürt Chaos. Brainiac ist Ordnung. Also die Magie im Helm hat Brainiac geschaffen, oder? Superman und Supergirl sind fast hier. Die anderen greifen die Flotte an. Sollten wir nicht in Gotham sein? Brainiac kontrolliert die gesamte Flotte von diesem Schädelschiff aus. Schalten wir ihn aus. Schalten wir alle aus. Kontakt! Voraus! Mir später. Was ist passiert? Brainiacs Kraftfeld erschafft eine Erschütterungsfeedbackschleife. Je schwerer wir es treffen, desto schwerer schlägt es zurück. Außer Gefecht gesetzt. Extrahierung abschließen.
Nein, nicht Planet-Symbol. Nein, bitte nicht. Nein, enttäuscht. In 7 Teile. Oder 8, keine Ahnung. Flash? Ah ne, Superman und Supergirl, oder? Ja. Auch richtig K.O., Alter. Von so einer Waffe. Ganze Stadt. Superman, das Kraftfeld fokussiert seine Energie an deinem Angriffspunkt. Wenn du schneller zuschlägst, kannst du vielleicht durchbrechen. Verstanden. Senke Nachladeintervall auf 10 Pikosekunden. Schon wieder K.O. Heilige Scheiße. Mehr Cutscenes, Alter. Flash auch noch. Ich finde seinen Körper nicht. Sein Herzschlag auch nicht. Ich sollte ihn schützen. Vor allem vor dir. Jetzt ist er fort. Das ist wohl das Beste, was du heute gehört hast. Er wird mir auch fehlen. Im Ernst? Er war einmal ein guter Freund. Ich habe ihm ein Leben anvertraut. Aber der Joker hat ihn verdorben. Und ich konnte ihn nicht aufhalten. Ich verlor meinen Freund Clark. Und seitdem vermisse ich ihn. Zerstört. Ich wollte nicht hören. Jetzt sterben wir alle gemeinsam. Niemand gibt sich geschlagen. Hat jemand von Beetle oder Firestorm gehört? Das ist deine Schuld, Bruce. Kerl und ich hätten Brainiac geschlagen. Du hättest uns folgen sollen. Hör auf, Diana! Millionen Menschen sind auf diesem Schiff gefangen. Wir müssen sie retten. Nicht mit ihm. Ich Kein Wunder, dass die menschliche Zivilisation den Fesseln ihres winzigen Planeten noch immer nicht entstiegen ist. Bist du nur hier, um zu spotten?
Meine Betas sind überall auf eurem Planeten. In einer Stunde werden sie gleichzeitig explodieren und die Atmosphäre der Erde verbrennen. Diese Welt wird zu einer Mondlandschaft. Es sei denn, ihr überlasst mir Kara Zor-El. Sie ist Kryptons letzte Überlebende. Und meine einzige Chance, den Effekt einer gelben Sonne auf kryptonische Zellen zu studieren. Gebt sie mir. Und ich verschone diese Welt. Selbst wenn man dir bei diesem Deal vertrauen könnte, gingen wir ihn nicht ein. Ihr habt eine Stunde Bedenkzeit. Danke, dass du der Neuen eine Chance gegeben hast, aber vielleicht sollte ich gehen. Nein, wir finden einen Weg durch Brainiacs Schilde. Wir müssen. Wir könnten sie kurzschließen, aber dafür bräuchten wir irrsinnig viel Energie. Vielleicht ist Wissenschaft nicht die Lösung. Oh, Black Adam, stimmt ja. Ich kann enorme magische Energie vom Fels der Ewigkeit durch die Pforte Kandax leiten. Aber ich brauche ein Medium, um sie zu kanalisieren. Etwas, das dieser Kraft widerstehen kann. Wie wär's mit dem Dreizack von Atlantis? Ja, das könnte gehen. Selbst wenn wir die Schilde gesenkt kriegen. Cyborg sagt, dass Brainiac das Schiff mit seinen Gedanken steuert. Ich habe ihn von Brother Eye abgeschnitten. Ich kann einen Signalstörer bauen, der sein neurales Netzwerk blockiert. Wenn ihr Brainiac-Schilde deaktiviert, können wir diese Beta-Bomben entschärfen. Also steht unser Plan. Aquaman, Adam, ihr geht nach Kandak. Ah, Kapitel 10. Drei Könige, Aquaman und Black Adam. Der Fels der Ewigkeit ist in einer Taschendimension verborgen. Seit Brainiacs Invasion habe ich es vermieden, das Tor dorthin zu öffnen. Weil er es bemerken würde? Ganz genau. Sobald das Tor geöffnet wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bevor Brainiac angreift. Diesen Kampf sehne ich herbei. Ihr Ältesten, enthüllt den goldenen Pfad für mich. In eurem Namen. Shu, Heru, Amon, Chehuti, Aton, Mehen. Black Adam hat Kandaks Macht enthüllt und seinen Standort. Die Society soll eine Probe des Fels der Ewigkeit nehmen. Ich möchte sie untersuchen, diese Magie. Die Society hat sich aufgelöst. Sie dachten, die Erde stünde ihnen zur Eroberung bereit, nicht dir zur Zerstörung. Und du, Grodd? Die Erde kann zur Hölle fahren. Ich diene Brainiac. Das solltest du auch. Ich werde dir neue Soldaten geben. Hol mir eine Probe, bevor die Erde zerstört wird. Und ich werde dich belohnen. Beeilen wir uns. Spar dir die Mühe. Dafür ist keine Zeit mehr. Oh, scheiße. Wir können noch einen Kampf machen, komm. Wir haben so wenig gekämpft. Ein Extrahierungsschiff ist unterwegs. Kein Dach wird Brainiac gehört. Aquaman. Du schickst Lakaien, Grodd? Lakaien können große Siege erringen. Wenn man bereit ist, sie zu opfern. Heilige Scheiße, ist die sauer. Oh! Komm mal her! Hmm.
Ich komme hätte mich an. Nein, so nicht. Was? Ich wollte euch dieses Power zeigen, aber naja. Dieser König lässt sich nicht so einfach fangen. Kann ich Escape drücken? Bitte warten. Hier kommt die Kavallerie. Wie passend, dass ihr zwei gemeinsam sterbt. Die letzten Monarchen der Menschheit. Was für ein Diktator opfert seine... Okay. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu Injustice 2. Und bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.